Ich bin Carina, das ist mein vierjähriger Wallach Capriano von Capistrano aus einer Apecchio-Mutter. Wir sind heute das dritte Mal unterwegs, er ist ja noch ganz grün. Und ich erhoffe mir, von Christian ein paar Tipps zu bekommen, was so die Jungpferdeausbildung angeht und dass wir da auf den richtigen Weg kommen. Vorsichtig versuchen ranzukommen, dass er sich ein bisschen fallen lässt und entspannt hier. Sehr gut. Zügel noch gar nicht zu kurz so am Anfang, dass du erstmal kriegst den Hals, dass er den Hals so ein bisschen länger und freier fallen lässt. Genau, gut. Gut. So anfängt ein bisschen auf seinen eigenen Füßen zu laufen. Ja, so ist gut, sehr gut. Genau. Wenn er mal irgendwo ein bisschen guckt, ist gar nicht schlimm. Dann wechselst du einmal die Hand. Er sieht unheimlich leicht aus, so vorne in der Hand, ne? Viel in der Hand hast du nicht. Genau, dann gucken, dass du die Zügel nicht zu kurz hast, dass er nicht zu eng wird, dass du ihn erstmal schön vor deinen treibenden Hilfen hast. Dass er auch anfängt, so ein bisschen mehr das Gebiss anzunehmen irgendwann, dass du auch beim Reiten da so ein bisschen mehr rankommen kannst. Gut, jawohl. Genau, dann sitzt du gleich mal aus und parierst durch zum Schritt. Genau, erst ein bisschen rankommen, dass er erst ein bisschen nachgibt. Rechts stellen, wenn er da in der Ecke ein bisschen guckt, stellst ihn ein bisschen nach innen und bleibst mit deinem inneren Schenkel dran. Versuchst ihn dann so ein bisschen, so gut es geht, in die Ecke reinschieben. Ja? Gut, und antraben. Jawohl. So, jetzt stellst du schon ein bisschen rechts, rechts stellen, rechter Schenkel. Ja, da wird er dann stark auch mal, ne? Und durchparieren. Ruhig ein bisschen kleiner werden einmal mit dem Zirkel, gar nicht so groß. Und antraben. Und durchparieren. Und antraben. Ja, und durchparieren. Gar nicht so versuchen reinzuhängen. Im Moment versuchst du, wenn er losgeht, dich so ein bisschen so zurückzulehnen und reinzuhängen. Bleib ruhig mit dem Oberkörper ein bisschen vorne. Dein Bein bleibt hinten, hinterm Gurt. Und du versuchst dann vorne ranzukommen, ja? Weil sonst fängt er auch an, wenn du dich so reinhängst, dann rennt er vor deinem Druck auch weg im Rücken, weißt du? Ein bisschen deinen Oberkörper so nach vorne verschieben. Fast so die Art, du sollst nicht im leichten Sitz sitzen, aber beim jungen Pferd kannst du schon ein bisschen entlastender sitzen. Auch im Trab. Deine Knie schön schließen und den Oberkörper ein bisschen nach vorne verlagern. Gut. Und Schritt. Und so bleiben, so sitzen bleiben, genau. Und dann einfach rankommen, so. Dann wird das gleich ein bisschen entspannter, weißt du? Dann sperrt er sich nicht so dagegen. So, und jetzt galoppierst du mal rechts an. Genau. Und so schön deinen Sitz zu halten. Der Oberkörper bleibt tendenziell eher etwas vor der Senkrechten. Und durchparieren. Bisschen Ruhe reinkriegen wieder, genau. Genau, gut. Und angaloppieren. Nein. Nicht schlimm, jawohl, gut. Genau, das Angaloppieren kannst du immer, beim jungen Pferd ist immer einfacher zur geschlossenen Seite hin, weißt du? Gut, so. Parierst du da wieder durch hier unten. Okay. Und noch einmal angaloppieren zur geschlossenen Seite gleich. Jawohl. Sehr gut. Galoppier mal ruhig einmal geradeaus, einmal ganze Bahn. Gut. Okay. Einmal durchparieren, einmal Hand wechseln, das gleiche noch einmal links. Jawohl, gut. Fängst erst auf dem Zirkel an wieder hier unten. So, gut. Jawohl, gut. Und durchparieren. Gut. Oh.
und nochmal angaloppieren. Jawohl, gut. Zügel nicht zu kurz, ne? Gut. Jawohl, so gut. Es wird ja schon entspannter, auch beim Übergang, und sperrt nicht mehr so dagegen. Lass die Hand kauen hier auf dem Zirkel und dann machen wir mal einen kleinen Sprung. Ruhig aber weiter treiben, ne? Du musst trotzdem mit deinen treibenden Hilfen dranbleiben. Er muss ja trotzdem rantreten vorne ans Gebiss. Er soll dann auch nicht spielen so mit dem Kopf vorne, weißt du? Gut, gut. Er muss das Gebiss ja mitnehmen am Ende. Jawohl. Gut, okay. Du gehst einmal durch zum Schritt. Genau, gehst auf rechte Hand, trabst an, trabst leicht, fängst dann so 10 Meter vorher an, leicht auszusitzen und kommst einmal hier rüber. Schön gerade, gerade ausreiten nach dem Sprung. Gut. Ganz entspannt, gar nicht so schnell. Gut. Gut, jawohl. Sehr gut, jawohl. Das sieht gut aus. Also versuch das ein bisschen entspannter, deine Knie schön zu schließen, aber dass du dann mit deinem Oberkörper ein bisschen leichter sitzt, ja? Nicht richtig leichten Sitz, du kannst ja trotzdem auch einsitzen, aber ein bisschen entlastender. Und dann versuchen, so den Rhythmus mitzunehmen in der Kurve. Oh. Ja, kein Problem. Sehr gut. Warte einmal. Jetzt ist so genau das Problem, was so ein bisschen beim Anfang beim Traben schon war, weil jetzt ist er überhaupt nicht vor deinem Bein. Ne? Der erste war schon so ein bisschen unterlaufen, dann war er hier richtig vorsichtig, dann bist du da schon gar nicht richtig hingekommen und dann ist er da immer mehr rückwärts gelaufen. Ne? Fang nochmal von vorne an. Versucht dann ein bisschen mehr Rhythmus zu haben und ihn schön vor deinem Bein zu haben. Weißt du, dass wenn du kommst, dass dann auch ein bisschen was passiert, dass er dann auch ein bisschen antritt. Jetzt bist du genau. Gut. Ruhig mit rein.
Sehr gut. Gut. Das war jetzt eine ganz andere Welt, ne, als beim ersten Mal, aber jetzt warst du auch selber viel entschlossener und beherzter, ne? So gleich die ersten beiden Sprünge waren schon viel mehr mit Rhythmus und viel konsequenter auch geritten. In der ersten Runde warst du selber so ein bisschen schüchtern noch und dann ist er auch schüchtern geworden. Und jetzt sobald, ja genau, und jetzt, der macht dann ja super mit, wenn du ein bisschen selbstbewusst reitest, dann... Und was auch richtig ist, dass du noch gar nicht versuchst, einen fliegenden Wechsel da zu reiten. Schön, wenn der falsch landet, durchparieren, auf der Geraden neu angaloppieren und dann ganz in Ruhe weiter. Gut. Wir reiten ein bisschen Schritt, wir können das trotzdem noch einmal machen. So, brauchen gar nicht höher machen, aber einfach, dass das schön entspannt ist. Okay, und weiter, genau. Sehr gut. Jawohl. Jetzt hast du auch sogar immer den richtigen Galopp gehabt, ne? Das ist dann, wenn die, bei jungen Pferden ganz oft so, wenn die sich dann entspannen und in der zweiten Runde dann auf mal, geht das von ganz alleine, dass die richtig landen. Und hier hast du jetzt fast ein bisschen, hast ein weniger gemacht, ne? Erst hattest du ruhige 7, aber gut, das ist, du hattest jetzt so einen Rhythmus die ganze Zeit, dann war das so mit den 6 jetzt in der Situation richtig. Weil das ist dann schwer, dass er sich dann auf der Geraden setzt und wartet. Ja, ja, das, aber das ist ja sowieso das Schwerste für ein junges Pferd, dann auf der Geraden sich zu setzen und dann, das kommt später. Da kannst du lieber mal mit ein bisschen Rhythmus ein weniger machen, als dass du zu viel versuchst, ans Maul zu kommen, ne? Aber das kann er einfach noch nicht. Aber sonst war das echt gut. Ja, grundsätzlich war das ein unheimlich positives Training hier heute mit Carina und ihrem 4-jährigen Capri. Das Pferd ist schon für seine 4 Jahre unheimlich weit und abgeklärt, auch mit der ganzen Umgebung und den neuen Sprüngen hier unheimlich vertraut und selbstbewusst. Die beiden haben das jetzt unter Turnierbedingungen hier richtig gut gemacht, auch Carina. Wichtig ist, dass sie jetzt anfängt, gerade weil er das schon so unheimlich abgeklärt macht, dass man versucht beim jungen Pferd langsam den nächsten Schritt zu machen, das heißt, dass sie auch in den Distanzen irgendwann mal einen Galoppsprung mehr reiten kann. Im Moment ist es erstmal wichtig, dass er seinen Rhythmus hat, sein Gleichgewicht, die Balance, genug Vorwärtstempo. Das hat sie jetzt gehabt in den letzten 2 Runden. Und dann fängt man irgendwann an und versucht, das Ganze ein bisschen gesetzter hinzukriegen, dass das Pferd hinten ein bisschen mehr Kraft aufnehmen kann. Und dann kann man irgendwann den Schritt machen, den Parcours dann auch mal 2 Loch höher machen und eine Springpferde L in Angriff nehmen. Aber grundsätzlich sind die beiden auf einem super Weg. Und ja, ich kann den beiden nur viel Glück wünschen. Ja, ich bin sehr begeistert von dem Training heute. Wir haben gelernt, das richtige Grundtempo zu finden und aktuell lieber den Weg dann nach vorne zu wählen, als zu viel zu warten. Und ja, wir hatten eine tolle Möglichkeit, direkt unter Turnierbedingungen zu üben hier. Und ich bin ganz begeistert, wie lieb Capri das schon so mitgemacht hat
Und ja, ich glaube, das waren sehr wertvolle Tipps für den weiteren Weg. Und ja, ich glaube, es hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht.